Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge hier bei State of Decay. Ich bin der Palzi, gerade nochmal diese Heimatbasis, das Forsthaus, angesehen. Wir sind hier unterwegs mit Marcus, der zusammen mit Ed von einem Campingausflug zurückgekehrt ist. Und die Welt im Chaos vorgefunden hat. X macht gar nichts. Aber mal gucken, ob wir wieder einen Stealth-Skill hinkriegen. Nochmal der Versuch, mit der Steuerung klarzukommen. Aber wir hatten ja schon festgestellt, dass es nicht Z ist, sondern Y. Gewaltig. So, ich glaube, da hinten, die hatten wir schon. Wir müssen jetzt nach da. Aber wir haben da wohl noch einen Kunden, der vorher bedient werden muss. Das scheint ja eine gängige Hinrichtung zu sein, mal eben den Kopf auf den Boden zu rammen. Na gut, wir haben natürlich auch keine rostigen Schraubenzieher. Also diese Kurzwaffen aus State of Decay 2. Da am Mülleimer war mal nichts. Drücke Z. Ach so, hätten wir auch nutzen können. Was ist mit dem da? Achso, das ist also die gleiche Taste, das Umstoßen. Super, Ed, hast du Jute nie gekriegt? Umstoßen des Gegners oder Wegstoßen. Gleiche Taste wie... Ich höre doch irgendwo noch Zombies. Ist der... Ach, da hängt er im Fenster. Haben wir eigentlich eine Schusswaffe? Oh, mal ein bisschen Lärm veranstalten. Wie komme ich denn ans Inventar ran? Die ist doch ausgerüstet. Okay. Ah, ist einfach rechte Maustaste. Ich glaube, die hat es dann wohl hingerichtet. Bleib weg, Hübsche. Das hat aber ganz schön Ausdauer gekostet, ne? So, aber die Gegend ist ja wohl halbwegs... Ne, da kommen durch den... Ich weiß nicht, ob die auch durch den Schuss angelockt wurden. So, wir haben keine Muni, um nachzuladen. So, der möchte auch kommen. Oh, da ist noch einer, den hat ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. So, diesmal habe ich aber Y benutzt. So, einmal ums Haus, ob wir noch irgendwas angelockt haben. Scheint ja frei zu sein. Sagt er so. Da ist doch noch was. Was ist denn? Kann ich dich von hinten bekommen? Gleich die Geistesgegenwart trainieren, genau. Achso, das ist die Angriffsrolle. All quiet here. All quiet here. Hütte, nichts mehr da. Well, listen, asshole. All right, we don't want any trouble. Alles gut, Ed? Nice. Ah, das war Taste 1 gerade. Taste 2. Asshole. Oh, das ist Beleidigung. Nope. 3 ist Nein.
I'm on. Here they come! Und ich bin dran. Danach gibt's aber nichts mehr. Ach, da kommt einer. Okay, wir haben wieder Ruhe hier. Das heißt, mit dem Rufen habe ich wohl Gegner angelockt. Hier ist die Tür auch auf. Ich sehe dich da hinten rechts. Glaubt man nicht. Ich laufe trotzdem erstmal ums Haus rum, um zu gucken. Da ist auch noch was. Achso, das scheint dann die nächste Hütte vielleicht schon zu sein. Ne? Wir gucken jetzt erstmal hier rein. All quiet here. Und dann, ich habe die Ruhe weg, wie in State of Decay 2, bloß kein Search Crash. Ed scheint auch irgendwas zu suchen. I think that's about all there is to find here. Right. Let's get the hell back to the ranger station. Get out of here. Or we go check out those gunshots we heard. Nee, die right. Gunshots werden wir uns erst zuletzt angucken. Als nächstes laufen wir jetzt mal dahin. Erstmal Aussicht. Aussichten zombiös. Ah, da geht's runter zum See. All quiet sagt er aber nicht. All quiet here. Okay, jetzt hat er es gesagt. Was haben wir da? Ach, das sind tatsächlich Snacks. Okay. Jeweils 4 davon jetzt. Ah, das scheint aber auch die maximale Stack Size zu sein. Wir haben noch ein paar Slots. Schmeiße ich noch nicht weg. Magst rauskommen? Gut, Ed. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Das Ding auch schon. Bisschen die Landschaft genießen und dabei umsehen. Da liegen wohl 2 Boote, wenn ich das richtig sehe. Zombies auf dem Wasser, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Weil ich auf der Suche nach einem Loot, ne? Versuchen wir wieder einen Stealth-Kill. Denn Kämpfen haben wir ja bislang eigentlich schon recht gut gelevelt. Geistesgegenwart hingegen glaube ich noch nicht, ne? Was?
müssen wir ja genau so rum hochkommen. So hatte ich die Gegend auch in Erinnerung hier. Wie kann man denn einen Gegner greifen? Das hat Ed ja schon mal ein paar Mal gemacht. Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gesehen? Oh. Ed hat geregelt. Wenigstens zwei. Einer ist an der Tür, einer sitzt da. Kann man vielleicht jemanden zum Rausspringen bewegen? Da ist noch einer. Ja, du willst doch kommen. Da kommt der nächste. Jetzt sind noch zwei. Der letzte. Sehr gut, Ed. Ich wüsste nur gerne, mit welcher Taste ich das machen kann. Da sind aber immer noch zwei. Einer direkt an der Tür und einer steht hier. Okay. Reingucken. Ja, ich habe es auf gar keinen Fall eilig. Ich möchte das Spiel hier wirklich entdecken. Irgendwie den Hintergrund doch mal ein bisschen beleuchten. Oh, die nehmen wir auf jeden Fall. Flintenpatronen und dann hier eine Machete, die wir dann auch gleich verwenden. Wir haben ja schon zwei angedengelte Waffen, die wir theoretisch zerstören können. Und wie sieht das jetzt hier aus? Hier kann ich nachladen. Da gehen also zwei rein. Oder wie viel gehen rein? Ja. Sehr schön. Wir haben also jetzt wieder Muni für unsere Knarre. Als nächstes dann hier. Da ist nichts. Kurz seitlich reingucken, ob wir was sehen. Bin mir nicht sicher, hier könnte was sitzen und da kommt was. Okay, ja, Klingenwaffe. All quiet here. Sehr schön. So, das müsste ja noch stacken. Das geht nicht. Ich glaube, da mache ich jetzt mal den da kaputt. Dann können wir das da mitnehmen. Auf dem Zweig ist man ja vielleicht doch nicht angewiesen, wenn man eine Machete parat hat. Oh, es wird aber dunkel. Oh ja. Well,
So much for the annual fishing trip. Yeah, I don't think I want to come back here, like, ever. So what do you think for next year? Canoeing in Georgia, caving in North Carolina, or camping in Crystal Lake? Klingt alles brauchbar. Aber ehrlich gesagt, Ed, campen ist nicht meins. All quiet here. Einen Revolver. Würde ich auch gerne mitnehmen. Macht man das Ding kaputt? Ich weiß aber auch nicht, was... Nee, und wir haben da auch keine Slots in dem Fort. Forsthaus können dann eh keine Werkstatt bauen. Also ist nichts mit reparieren. Das heißt, ich werde dich jetzt auch kaputt machen und den Revolver dafür nehmen. Vielleicht kann Ed den auch brauchen. Ihn bitte nicht stören. Oh, der, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der Suchstatus ist gespeichert worden. Also wir haben den Fortschritt nicht verloren. Oh, jetzt wird es aber wirklich ärgerlich. Dann müssen wir vielleicht nochmal zurückkommen hierher. Dass wir jetzt erstmal... Wir sind hier. Erstmal zurücklaufen. Das ins Schließfach packen. Kommen wir da nicht durch? Kommen wir hier hoch? Ja. Gerade mal gucken, ob man hier was durchsuchen kann. Nee. Das sind ja zwei potenzielle Stealth Skills, ne? Frühzeitig anfangen zu trainieren. Oh, Geistesgegenwart halt. Leveln. Ich weiß nicht, ob man hier für das Durchsuchen von da Geistesgegenwart 3. Okay. Das ist schön. Grillplatz. Ja, ich glaube, dich habe ich eben nicht gesehen. Und du brauchst die Machete. Kraftpaket Level 3. Na, erstmal zurück zur Ranger Station. Zum Forsthaus! Forsthaus Falkenau! Aber da steht auch Ranger Station. Das ist trotzdem ein deutsches LP hier. Keine Widersprüche. Geduldet. Mount Tanner Forest Preserve. Mount Tanner State Park. Department of Natural Resources. Wir könnten jetzt aber mal die Taschenlampe anmachen. Ist ja doch... Oh, er ist runter von der Krankenstation. Kann ich das bestätigen? Ne, er gilt immer noch als verletzt. Aber wir haben neue Tagebucheinträge. Achso, das ist eigentlich nur Kraftpaket verbessert. Geschafft. Berghütten. Ich habe einige nützliche Sachen gefunden, aber keine Überlebenden. Es ist zum Kotzen. Immer diese Kraftausdrücke. Führungskraft Level 2. Basis nicht erholt. Wendel hat sich nicht von der Verletzung erholt. Okay, Geistesgegenwart verbessert, Kraftpaket verbessert. Was ist denn hier? Warum haben wir denn da ein Sternchen? Hilfsfertigkeiten.
Wähle eine Spezialisierung aus. Stoß, langsamer Stoß oder Powertritt, kraftvoller Tritt. Das überlege ich mir irgendwann. Erstmal will ich jetzt hier ran. Denn die Knarre brauchen wir ja nun nicht. Weiter mit Schotti oder was hatten wir denn für Muni? Das hier ist Kaliber 22. Ist das eine 22er hier? Das ist eine 22er, aber wir haben mehr Schotti-Munition. Dann bleiben wir auf der Schotti. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein bisschen leerer. 2 und 2. Was haben wir denn hier? Aspirin. Achso, das waren die Cracker. Na ja, gut, wir haben eine. Wie kann ich jetzt zum Beispiel auf Ed? Grüß Ed. Hey, how are you? Hey, don't be a stranger. Aber wie kann ich als Ed spielen? Hier habe ich jetzt nicht die Option, auf ihn zu wechseln. Habe ich das, wenn ich. Yo, yo, yo! Nee, hier auch nicht. Catch you later. Na komm, Ed, dann müssen wir wohl weitermachen. Du weißt ja, wohin es geht. Wollen wir mal wieder Geistesgegenwart versuchen zu trainieren. Brachte aber einen Punkt in Kämpfen. Gut. Ich will trotzdem zu dem Haus zurück erstmal. Das hier können wir immer noch durchsuchen irgendwann. Haben aber ordentlich einen Respawn dafür, dass wir hier gerade freigeräumt haben. Wir sind hier vor, keine Ahnung, 5 Minuten oder so hier lang gekommen. So, wir waren zuletzt in dem Haus. Da will ich auch wieder hin. Hier ist ein Klohäuschen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier auch schon Respawn haben. All quiet here. All quiet here. So, das nehmen wir. Rostiges Kukri. Oh, die haben aber hier. Ist das die Haltbarkeit? Die haben 2 im Gegensatz zu den Waffen, die wir vorher hatten. Die hatten da nämlich nur ein Klötzchen. Na gut, dann wollen wir mal wieder. Wo kamen wir eben runter? Kommen wir da jetzt auch wieder hoch? Ja. Die Nacht ist relativ hell, ne? Also. Ach, den lasse ich stehen. So, gibt es hier irgendwas einzusacken? Nicht wirklich. Das heißt, es verbleibt das Toilettenhäuschen. Und glaub mal nicht, dass ich dich nicht gesehen hätte da hinten. Hier mal umsehen. We've got big guns. Dann
Honeyway Gun Show. March 16. So, ich möchte hier aber auch noch durchsuchen. Nebenan ist auf jeden Fall irgendwas, hat man ja schon gehört. Auch das nehmen wir. Das finde ich gut, dass die Kumpanen dazu neigen, Feinde festzuhalten, sodass man dann mit einem Schlag vollstrecken kann. Ich glaube leer. Öffentliche Toilette. Das scheint ja der Herrenteil zu sein. Noch eine Machete ist okay. Und damit ist das Ding auch geplündert. Obwohl wir noch gar nicht auf der anderen Seite waren. Jetzt müssen wir doch noch auf die Damentoilette gucken. Allein aus Neugier. All quiet here. Okay. Blick auf die Karte. Ich glaube, hier haben wir soweit alles abgehakt. Das heißt, als nächstes zum Zelt, zu dem verbleibenden Campingplatz und dann gehen wir zu den entfernten Schüssen. Aber vorher, das Inventar ja schon wieder voll ist, hier können wir nochmal vorbeilaufen. Ne, da hatten wir, glaube ich, schon geguckt, als wir hochkamen vom Wasser. Und da was ist. Das heißt, wir packen das Zeugs wieder weg. Was ich ein bisschen nervig finde, ist, dass ich das Inventar nicht richtig organisieren kann. Und komisch finde ich, dass sie sich innerhalb von Gebäuden nur noch gehend bewegen. Hier können wir mal aufstocken. Dann das können wir reinpacken, dann das und das. Achso, da muss ich jetzt einzeln reinpacken. Oh Leute, wollt ihr mich veralbern? Gibt's da irgendwie... Achso, 10 Bunkern E. Palzi macht die Klubschen auf. Okay, 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 okay. Ich würde mein Inventar halt, da es keine festen Plätze gibt, halt auf eine gewisse Art und Weise organisieren. Was weiß ich, Nahkampfwaffe, Fernkampfwaffe, dann Medis und dann, hier können wir auch noch 2 von wegpacken. Medis und dann Snacks. Und dann, ja, Muddy oder weiß der Geier was, aber Spiel lässt mich halt nicht. So, wo wollten wir hin? Ich glaube da, ne? Kann ich das gerade markieren mal? Ah, das sehe ich aber nicht so auf der Karte, sondern nur unten auf der Minimap jetzt als grünen Pfeil. Habe ich übersehen. Tut mir leid, wollte ich nicht. Und jetzt kommt er. Ne, er schreit. Da haben wir die ganze Nachbarschaft wieder rangeholt. Das Zelt haben wir schon durchsucht, aber das heißt ja nicht, dass da nicht inzwischen Respawn gewesen ist.
Wir wollten uns aber hier umsehen. Ich wollte gerade sagen, geh mal in die Hocke. Um mal zu gucken. All quiet here. Inventar ist natürlich schon ein bisschen gehandicapt, ne? 8 Plätze insgesamt. Selbst mit dem... Oh, das scheint wieder ein Rucksack zu sein. Ist der jetzt größer? Was ist, wenn ich mit... Wenn ich den jetzt verwende? Nee, wird nicht größer. Denn State of Decay 2, man hat ja halt für... Nahkampf- und Fernkampfwaffe hat man freie Slots letztendlich. Und davon abgesehen, dass es natürlich auch Zweitwaffen gibt und diese Kurzwaffen. Aber das muss ja nicht sein. Im Nahkampf, Fernkampf hatte man ja 2 Taschen für am Gürtel. Und die kleinsten Rucksäcke waren dann 6. Das heißt, das Inventar ist hier ein klein bisschen begrenzter. Aber damit müssen wir wohl leben. Und leben müssen wir auch damit, dass diese Folge jetzt erstmal vorbei ist, von der ich hoffe, dass sie euch gefallen hat, euch auch das nächste Mal wieder mit dabei sein lässt, was mich sehr freuen würde. Und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut. Euer Palzi.